Wir sind in den Ammergauer Alpen. Hier gibt es zwei fjordartige Seen, Plansee und Heiterwanger See. Zwischen diesen beiden Seen ist der Bergkamm Tauern. Bei der Beschreitung der Tauern gibt es immer wieder wunderschöne Tiefblicke auf diese Seen. Und das nicht nur vom Gipfel des Tauern, sondern auch oben vom Kamm und im Aufstieg. Die Tour hat die Schwierigkeit von T3 bis 4 und hat eher Halbtagescharakter. Bei der Beschreitung der Tauern haben wir auch den großen Nas und den Sünderkopf besucht. So, die parkte mir beim Hotel Seespitz. So, jetzt geht es erstmal über diese Brücke drüber und dann links hier am See entlang. Nach dieser Schutzschneise geht es rechts unbeschildert einen Steig hoch. Es geht hier schon sehr steil hoch, weil Schwierigkeit eher T2 ist. Aber im Rücken hat man natürlich dann diese Ausblicke auf den Plansee. Also von da unten kommen wir hier. Und diese sensationelle Ausblicke hat man dann ständig. Ja, ein bisschen was zum Kraxeln kommt da wohl. Das ist ein Seil. Ausgesetzt. Deswegen anscheinend nochmal das Seil hier. Ja, bei 1350 Metern etwa kommt man an dieser Jägerhütte vorbei. Ein bisschen ausgesetzt hier. So, hier gehen wir jetzt nach links, links hoch, nicht mal geradeaus. Wenn wir wieder jetzt mal solche barzigen Stellen, die Brennnessel sehr unangenehm sind. So. Anspruchsvoller Rinne.
So, da kommt jetzt eine Abzweigung. Wir gehen jetzt erstmal links und kommen dann wieder zurück. So, erster Gipfel, Schrofennaß. Rückblick zum Schrofennaß. Schaut von hier etwas anders aus. Ja, letzten Meter zum Tauern. Achtung, Stein. Da gibt es aber anscheinend einen anderen Weg noch hier. Ja. Da gab es aber anscheinend noch einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit. Ja. Habe ich aber nichts gesehen. Servus. We'll be right back.
Jetzt geht es weiter zum Zunderkopf. Abstieg vom Zunderkopf muss man zunächst noch konzentriert bleiben. Jetzt beruhigt sich das Gelände und es wird einfacher. So, jetzt sind wir unten angekommen. Von der Seite gibt es sogar einen Wegweiser. So, von der anderen Seite war ja kein Wegweiser. Da musste man wissen, wo der Weg hochgeht. Jetzt sind wir ziemlich am Ende. Gleich wieder beim Parkplatz. Kurzes Fazit. Wunderschöne Tour mit Wahnsinns. Tiefblicken auf Plansee und Heiterwanger See zur Orientierung. Ja, es gab kein Schild beim Anstieg. Also da hat man das müssen wir, wo es hochgeht. Und beim Schrofennas man auch wissen müssen, dass es da weggeht. Aber ansonsten war es eigentlich schon logisch. Steiganlage vorhanden und auch fast immer durchgehend eigentlich markiert. Das ist eigentlich dann schon relativ einfach zu finden. Ja, empfehlenswerte Tour. Machen, sage ich mal.